Rund 4,3 Milliarden Euro umfasst das Landesbudget für das Jahr 2024, das heute präsentiert wurde. Die Rahmenbedingungen sind besonders herausfordernd, trotzdem wird in die Zukunft investiert. Wir führen die großen Vorhaben weiter, die wir schon in der Vergangenheit entwickelt haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite setzen wir auch Schwerpunkte im Bereich Gesundes, Soziales, Wohnbau, aber auch im Bereich der Zukunftsprojekte und im Bereich der Sicherheit, Stichwort Hochwasser zum Beispiel oder Blackout-Sicherheit und anderes. Das war von vornherein auch die Grundausrichtung, dass wir trotz der schwierigen Situation und trotz notwendiger Ausgaben natürlich uns auch den Spielraum geben, dass wir weiter bewegen, dass wir investieren, dass wir beispielsweise infrastrukturelle Projekte auch vorantreiben und ja, trotz der schwierigen Situation eben nicht kürzen und gerade in den wesentlichen Bereichen trotzdem weiterhin Gestaltungs- und Handlungsspielraum haben. Teuerung und Kostensteigerungen führten dazu, dass für kommendes Jahr mit einer Neuverschuldung von 598,6 Millionen Euro geplant wurde. Unser Ziel ist aber im Laufe des Budgetvollzuges dazu zu kommen, dass mit Jahresende 2024 nur 450 Millionen neue Schulden auftreten. Das kann gelingen durch verschiedene Maßnahmen, da werden wir sehr konsequent sein müssen. Und es wäre uns wesentlich lieber, wenn wir ein ausgeglichenes Budget heute hätten präsentieren können. Aber in Zeiten wie diesen wäre es auch verantwortungslos, wenn man nicht investiert in die existenziellen Bereiche, in Soziales, in Gesundheit, die Pflege und natürlich auch im Bereich Wohnen. Im nächsten Schritt wird das Budget 2024 im Salzburger Landtag beraten und beschlossen.